Hallo, wo bin ich hier gelandet? Ja, moin moin, wie man so schön sagt in Hamburg. Willkommen bei Lyravox, eine kleine Manufaktur oder mittlerweile nicht mehr so ganz klein. Wir sitzen in Hamburg, machen vollaktive digitale Lautsprecher. Mhm. Designmäßig eher im Bauhausstil verheiratet, also ungefähr 100 Jahre alt das Design, aber technisch hochmodern interpretiert. Grundsätzlich alle Lautsprecher unserer Firma vollaktive Systeme, überwiegend Keramik bestückt von Thiel Lacoton. Das ist unsere Hausfirma, mit der wir sehr vertrauensvoll und sehr gerne zusammenarbeiten. Darf an dieser Stelle erwähnt werden. Zum Design können wir später vielleicht noch was sagen. Erstmal geht es darum, wir arbeiten immer vollaktiv. Wir sind immer einmessbar. Unsere Einmessung ist Teil unseres Konzeptes, weil wir sagen, jeder Lautsprecher für sich mag mehr oder minder gut sein, aber erst die Interaktion mit dem entsprechenden Hörraum sorgt dafür, dass es sein Potenzial voll entfalten kann. Haben wir also Lautsprecher, die nicht einmessbar sind, verschenken wir, bevor wir anfangen Musik zu spielen, schon einen großen Teil des Potenzials. Also sind wir immer einmessbar, voll aktiv. Das ist so die Kernidee in kurzen Worten. Darüber hinaus kann ich jetzt natürlich stundenlange Monologe darüber halten, warum wir das so tun, wie wir es tun. Also es gibt nicht so viele Zufälle in dieser Lautsprecherbox. Wir sind fast immer breit, wir sind fast immer nicht so tief. Wir haben eigentlich immer für das Diffusfeld eine Anregung über einen AMT, der am Deckel sitzt. Wir haben uns sehr viel Gedanken gemacht über die Anbindung zum Hörraum. Für uns ein sehr, sehr wichtiger Faktor, dass wir gesagt haben, unsere Lautsprecher sehen nicht zufällig so aus, als dürften sie relativ nah vor der Wand stehen und trotzdem sehr gut funktionieren, weil wir dafür sorgen, dass wir ein sehr großes Direktschallfeld nach vorne haben, ein definiertes Schallfeld nach hinten und mit der Reflexion von der Rückwand seriös umgehen, so dass es uns gar nicht egal ist, wie die Box von hinten klingt, weil Reflexion über die Wand kommt ja auch zum Hörer. So, jetzt in einem wirklich super kurzen Abriss, das, was wir so tun. Wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen, ist die Frage, was darf ich euch erzählen? Membranmaterial jetzt von eurem Chassishersteller, woraus bestehen die? Also überwiegend arbeiten wir mit Chassis der Marke Thiel Lacoton, also reine Keramikmembranen, also auch echte Keramik, keine gesintertes Aluminium oder sowas, sondern es sind wirklich voll Aluminiummembranen. Diesen Hochdünner machen wir wahlweise auch in Diamant, auch eine Spezialität von Lacoton, echte Diamantmembranen anzubieten. Hier sehen wir unser Spitzenmodell, Karl in seiner zweiten Evolutionsstufe, MK2. Eigentlich ein spannender Lautsprecher, weil wir so eine Mischung aus Zeilenstrahler, Zweiwegsystem und Apolito realisiert haben. Mhm. Auch wenn es sehr ähnlich aussieht, sehen wir hier einen spezialisierten Mitteltöner. Auch eine Spezialität des Hauses. 140 mm Schwingspule ist also wirklich eine echte Kalottenmitteltöner, der sehr ähnlich aussieht wie diese drei, die auch eine andere Funktion zeigen. Also wir haben eine große Mitteltonkalotte, die wirklich sehr livehaftiges Ansprechverhalten im Mittelhochtonbereich zeigt. Macht bei uns den ganzen Frequenzbereich 500 bis etwa 3000 Hertz. Darüber Vollkeramik Hochtöner, auch ein wunderschönes Teil, große Serie von Lacoton. Darunter quasi Dapolite oder Zeilenstrahlermäßig eingefasst, unsere Grund- und Tieftöner, 60 bis etwa 500 Hertz, machen wir über die ganze Zeile, weil wir dann die Welle weit werfen können für große Hörabstände, die natürlich bei so einem großen Lautsprecher gerne mal vorkommen. Ne? Die drei machen Tiefton und Mittelton, werden dann im Tiefstonbereich, wo die Luftverdrängung nicht mehr ausreicht, durch ScanSpeak 12 Zoll unterstützt. Mit einer eigenen Endstufe kriegt ihr auch nochmal 500 Watt extra auf den Kopf. Das gute Ding spielt dann nochmal bis etwa 80 Hertz mit und nach unten so tief, wie es der Raum halt hergibt. Ja. Wir haben ein klassisches Bauhausdesign, sieht ziemlich industriell aus. Nein, stimmt nicht. Wir sind eine Manufaktur, wir machen alle Sachen von Hand, wir machen das alles selbst. Wir haben für jedes Produkt eine Seriennummer,
Alles, was unser Haus verlässt, hat unsere eigenen Hände mindestens 100-fach Durchlauf, bis das Ding dann mal fertig ist. Mit Liebe gemacht. Und so spielt, wie es denn spielt. Ja. Genau, das heißt, wir machen alles selbst. Wir machen die Konzeptidee, wir machen die Produktion, wir machen die Entwicklung. Das liegt alles bei unserem Haus. Das kann man sich dann auch gerne live angucken. Wir sind in Hamburg, sind da greifbar und führen da auch gerne vor. Da kann es dann auch mal einen Kaffee und einen Gin Tonic geben, weil wir mit unseren Kunden immer länger arbeiten, weil das ist ja nicht so mal eben Geschäft. Und ja, da haben wir viel Spaß dran. Ja, Kundenbindung ist auch wichtig heutzutage, weil so ein Lautsprecher ist ein schöner Betrag an Geld, der erarbeitet werden muss. Und da ist Kundenbindung wichtig, weil man sich auch mit dem Lautsprecher identifizieren möchte. Und von daher, ja, guter Ansatz. Das darf man so sehen. Also die einen nennen es teuer, die anderen sagen, wir sind viel zu billig. Das kann man immer aus der Sicht des Betrachters sehen. Also Vergleichsprodukte mit diesen Chassis, die ja hinlänglich in der High-End-Szene bekannt sind, wird man mit Sicherheit auch für viel, viel höhere Beträge finden. Auch die verbauten Endstufen gibt es unverbaut aus unseren Endstufen einzeln zu kaufen für Beträge, die sozusagen dem Gesamtbetrag des Lautsprechers schon nahe kommen. Also man kann allein für die Endstufen auch gerne 30.000 Euro ausgeben. Wenn man das denn mal so rechnet, kriegt man unseren Lautsprecher wirklich günstig dazu. Kann man einen Preis nennen? Ich sag mal so, die Endstufen werden auch für 10.000 Euro das Pärchen gehandelt. Wir haben ja nun 8 Endstufen in unserem Lautsprecher. Also das kann schon auch sehr teuer sein, wenn man das passiv realisieren würde wollen. Mhm. Machen wir nicht aus den eben genannten Gründen. Wir sind also der absoluten Überzeugung, dass erst die Interaktion des Lautsprechers mit dem Hörraum das optimale Ergebnis ermöglicht. Und das heißt aber, wir können in der Entwicklung den Hörraum nicht vorwegnehmen. Wir müssen uns immer dem anpassen, was wir beim Kunden finden. Den Einmessvorgang macht der Kunde selber oder macht ihr das als Service von den Kunden? Es ist immer Service seitens des Hauses Lyravox. Okay. Also Lyravox ist immer da und misst ein. Mhm. Und wir machen eine gewisse Besonderheit. Wir haben ein zweistufiges Einmessverfahren. Das heißt, wir machen eine technische Einmessung beim Kunden, so dass es technisch gesehen richtig ist. Das ist die erste Hälfte der Arbeit. Danach gibt es den Prozess, dass wir mit geschulten Leuten die Messung gegenhören und dann akustisch entscheiden, ist das Gemessene auch richtig und wird es gehörphysiologisch auch so empfunden, wie es gemessen ist. Da wird in aller Regel nachjustiert, weil es Sachen gibt, die uns in der Messung entgehen. Das heißt, wir müssen so lange beim Kunden verweilen, bis einerseits die Messung gut ist, andererseits das Gehörte dazu passt. Ne, dann wird in der Regel nochmal ganz eine Menge optimiert, bis man dann sagt, ja, jetzt passt es tatsächlich, jetzt passt es. Dann sind wir auch breit aufgestellt. Man kann auch sagen, wir können dann Jazz, Klassik, wir haben dann keine Vorlieben mehr. Wir sind dann so aufgestellt, dass wir sagen, es gibt nur ein richtig, das erfüllen wir. Ein Service, der ein bisschen Geld kostet, aber in unseren Augen absolut sinnvoll ist, also mit Sicherheit sinnvoller als den mehrfachen Betrag in Kabel zu investieren. Machen wir übrigens für alle Lautsprecher, die wir haben. Also mehr oder minder kostet es immer ein bisschen abhängig vom Preis oder vom Produkt. Aber grundsätzlich messen wir alle unsere Systeme immer ein und immer mit demselben Verfahren. Das liegt bei uns. Das liegt bei uns, das zu tun. Darüber hinaus gibt es dann eine Fernbedienung, weitere Möglichkeiten, wie der Kunde sein Produkt individualisieren kann. Das heißt, wir kriegen standardmäßig eine werkslineare Einstellung mit. Und er kann über eine Fernbedienung quasi Frequenzkurven auswählen? Er kann tatsächlich in Echtzeit über die Fernbedienung die werkslineare Einstellung hören. Mhm. Auf Knopfdruck kann er dann die eingemessene Version hören, die über uns gehörtechnisch noch optimiert ist. Und darüber hinaus gibt es eine weitere Einstellung, wo auch Kundenwünsche berücksichtigt werden können, wenn der Kunde jetzt zum Beispiel Sonderwünsche hat und Bild zusätzlich betreibt, gibt es auch die Möglichkeit, hier nochmal zusätzlich besondere Setups zu machen, die das Bild besonders berücksichtigen. Oder wir können zum Beispiel Sonderwünsche des Kunden berücksichtigen. Es gibt Kunden, die mit den unterschiedlichsten Wünschen zu uns kommen. Wir hatten eine Kundin, die sagt, sie hört nur Musik der 40er Jahre. Könnt ihr mir so machen, dass das noch gut klingt? Mhm. Dann sagen wir, wir kommen, machen ihr ein eigenes Setup
Für High-End-Hören hast du eingemessen, für 40er Jahre hast du bestimmte Charakteristika, die wir da drauflegen, wo wir sagen, klingt dann besser, als es damals hier geklungen hat. Und so gibt es tausend Wünsche, wo die Leute sagen, ich höre mitten in der Nacht nochmal besonders leise, ich brauche was für besonders laut, ich mache Techno-Partys, ich denke mir irgendwas aus. Es gibt unendliche Kundenwünsche. Und immer jeder Kunde ist anders. Ist etwas. Ja, genau. Jeder Kunde ist anders. Genau. Trotzdem gibt es eigentlich nur einen richtig. Das ist ein lustiger Zwiespalt. Ja, aber es gibt auch nur einen richtig für den Kunden. Lustigerweise ja. Also am Ende ist es so, wenn wir weggehen, ist es in aller Regel so, dass der Kunde sagt, das stimmt. Mhm. So ist es irgendwie cool, so macht es Spaß. Ich kann einlegen, was ich will. Ja. Ich finde das wieder, was ich suche. Und die Musik ist, wie die Musik sein soll. Und das ist jetzt nicht so, wir haben keine Box für Klassik gebaut und können keinen Rock. Ne? Wir können Techno genauso wie Daft Punk, kann man sich was aussuchen. Super, vielen Dank. Können wir noch einen kleinen Titel reinschmeißen? Mal einmal reinhören? Ja, genau. Unser DJ steht gerade draußen und ist fleißig am Arbeiten, Götz.